So, hallo Internet, wie geht's? Wir sind wieder da und spielen Dark Souls. Immer noch und gehen hinab in den Irithrill Dungeon, den wir noch nie betreten haben. Stimmt. Und der eigentlich schon sehr weit ist im Spiel, oder? Ich weiß gar nicht. Danach kommt dann nur Ja. noch diese Lothric Castle. Ach nee, da kommen wir. Es Ich will kommt ja schon nicht zu noch viel was. verraten. Genau. Also ein bisschen was kommt schon noch. Jetzt gucken wir uns das einmal an hier. Aber wir sind sehr weit. Wir sind richtig Genau. krass. Da sind wir Lass mal mal uns mal hergekommen. einfach mal eingestellt. Ja, schon Das ist die fiese so. Brücke da, wenn du jetzt Ja. gerade nach vorne guckst, ne? Wo der. Ist das die? Nee. Nee. Ich weiß Ah, nicht, ich welche. weiß, was es ist. Da hinten ist das Wasser. Da oben drauf, hinten hast du noch. Ja, und hier. Oh, ah, guck mal, jetzt geh nochmal hoch. Du musst hier ein Ember nehmen. Hier gibt es PvP. Also, Hier? ja, hier ist ein. Hier kommt. Ach, du meinst, ja. Ist das hier? Ich weiß es gerade gar Ich habe nicht. keine Ahnung. Ja, hier ist es. Ist ein Fight. Aber es sieht geil aus. Ich mag auch das mit hinten. Dieses Geräusch, was irgendwie so zwischen Wind und Secret of the Spur. Die habe ich gar nicht gesehen. Schau mal Das ist hin. fies. Ach, die. Okay. Gib ihm in den. Ich weiß sowieso, Du dass mit dem. fällst gleich runter. Ja. Was hat die vor? Die will mich doch Die will blocken. dich runterkacken. Pass auf. Ah, die Marakumo oder was ist das? Alter! Oh, ja, du bist tot, oder? Mensch, 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 Mensch. Du wolltest nur das Pad haben, ne? Die habe ich gar nicht, die hab ich nicht gesehen. Oh, die Diese ist schöne. fies, die Tanne. Ja, ich meine, wer. Ja, egal. Und du so? Ja, ich mach die jetzt platt, Alter. Was Ja, denkst das du denn? will ich aber, da bin ich aber sehr drum. Okay. Aber wir haben nicht mehr viele. Erstmal wieder auf Normal People umstellen. Zack, und ab geht's. Runter in den dreckigen Dungeon Luch, von und, Irithrill. Du musst die Glut wieder einwerfen. Ich Ne? muss die Glut Gibt mir die, droppt dir irgendwas Geiles? Weißt du das? Das Marakumo, glaube ich. Das ist sehr geil. Ach, dieses, stimmt ja, dieses mega lange, ne? Ja, ist mega dicke, ja, und leicht gewölbt. Muss ich direkt nochmal hierhin zurückkehren? Hello, fucker! Hä, lebt der noch? Oh, den habe ich aber. Ja, Habe ich der. das für den auch kommen sehen? Nee, der kam gar nicht. Nee. Weil du hast ihn noch nicht abgelockt. Was gerade in der seltenen Situation. Abgelockt. Das ist gerade eine ganz dumme Situation hier, ne? Ja. So, ich mach's erstmal beide, sondern ist der eine nämlich weg. Der hat nicht mehr viel, dann steche ich hier rein, dann ist der tot und dann strike ich. Ah. Komm, jetzt kriegst du den Po. So, und jetzt kann ich mich eigentlich hinsetzen, aber das Ja. machen wir nicht. Aber ich würde trotzdem heilen. Heilen. Muss ich ja nicht, ne? Hui. Was haben wir denn hier noch? Egal. Oh, lila. Ah, schöner Move. Die sich auch? Weiß ich nicht, mal gucken. Oh, war nett von ihr. Ja, gut. Oh, da fehlt noch ein bisschen was. Boah! Ah, das ist geil, ja. Das Marakumo ist, damit habe ich glaube ich mal, ich habe irgendein Dark Souls mit durchgespielt, wahrscheinlich das erste oder so. Nicht im ersten Playthrough, oder war es Demon's Souls, da gab es das ja auch schon. Da war das das Ding, was oben lag und nur in einer bestimmten Tendency runterkam. Da, wo Patches dich runter. Ja, irgendwo in dem Irgendwo in da. Storm of Shrine, Shrine of Storms Ja, in dem davor bei Gebiet, den ne? Graves. Ja.
So, das erkennt man auch vom Weiten. Wo ist es? Ja, links ist da. Brauchen wir 18 Decks und 20 Stärke. Ist gar nicht so gefährlich. Nicht unerreichbar. Aber das ist. Oh ne, 105 hat eine gute Durability. Sehr schön. Das ist ein schönes Schwert. Okay. Hier ist nix. Ach, Mann. Da freust du dich, ne? Ja, ich weiß, es ist aber auch echt Arbeit. Da ja. Muss man sehr viel da lang, dann da, da, das ist wie eine Achterbahn hier. Mhm. So, okay. Ha, let's go. Aber ist ja so ein Prototyp-Dungeon auch. Man, ne, so dieses, ah, da ergibt irgendwann plötzlich was Sinn, da ergibt jetzt plötzlich was Sinn, dann gehst du nochmal zurück. Ah! Da ist ein Dieb. Die hab ich total vergessen. Die hab ich auch voll vergessen, die sind echt fies. Wo ist er denn da hinten? Muss ich gar nicht die Leute abhängen. Oh. Large Titanite Shard. Large leere Ruhm. Und hier. Das ist zu. Das ist Markt. Ganz am Ende kriegen wir das. Okay. Ah ja, man hört sich schon, man sieht sich schon, da sind wir jetzt bei Gegnern, die auch wunderbare Fucker sind. Ja, be quick or be dead, genau. Und hier würde ich dir zum Beispiel empfehlen, kannst du mal schauen, diesen Ring zu nehmen. Fireo. Dieser Ring, der automatisch wieder deine Energie aufbringt. Weil genau das ist dieses Lästige hier, ihr seht es gerade selber. Die, oh, sehr gut. Das ist ja ein geiler Move, du. Das ist mir zu wenig Energie. Ja, aber du sparst halt damit ordentlich, weil das ist ja das ist total lästig. Die rotzen dich ja ganz schnell runter. Die Fucker. Ja, egal. Der macht so langsam, das brauche ich. Guck mal, das ist das Ding. Den kannst du jetzt aufmachen. Mhm. Und dann, aber wozu? Der ist ja nix. Der droppt auch nichts. Weiß ich nicht. Ja gut, das kann natürlich, ja. Ich weiß es jetzt auch nicht. Wäre entscheidend, ne? Ja, okay, ja. Gucken wir mal. Okay, holen wir ihn kurz raus. Sorcerer Gauntlet. Ah ja, das war klar. Ah. Ich hab's geahnt. Ah, da Guillermo James. Ja. Aber ich bin gar nicht gedärmt. Du meinst geegelt? Ja, geegelt. Aber die Egeln, das macht der Egel rein, der Typ im ja, Stall. Aber die auch eigentlich. Ja? Ja, Mann. Die hast du doch gesehen, waren auch Egel dran. Schon, aber nicht, dass sie einen wirklich Egeln. Ja, die machen richtig diesen Egel-Style. Ja, es geht ab. Hey, Buddy. Ja, oh, nice. Bedankt. Ja, ne? Haut er mir aufs Maul. Oh, Mann. Ich hätte schon keinen Bock mehr. Ja. Ein bisschen lästige Gegner. Das stimmt schon. Oh, fuck! Den machst du jetzt ja noch einmal. Alter, wie viel Energie hat denn der? Der hat aber gut gefrühstückt. Ich stell mich aber echt dumm an. Alter, sie haben das mit den Egeln mit dem Feuer weggepatcht. Kann das sein? Nee, es geht runter. Es geht nicht mehr hoch. Ah ja, stimmt. Okay. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, es geht runter. Aber guck, nee, da war auch wirklich nichts in der Zelle, oder? Ich kann. Ja, okay, der hat jetzt nichts gedroppt, ne? Nee. Dumm, dass ich runtergefallen bin, egal. Hier ist nichts. Ja. Nicht mal ein Geheimgang. Das wäre aber auch traurig, wenn du 20 Jahre im Knast sitzt und dann kommt so ein Outsider rein, haut dir einmal gegen die Wand und dann, ach, nein. Oh, toll. Ja, ne? Hier, die müssen wir uns merken. Die sind einige Türen, wo man dann wieder zurück. Mhm. Oh, die hier kann auch aufpoppen, ne? Ist das nicht so einer? Was meinst du mit aufpoppen? Achso, der Eagle-Style fährt. Ja. Ja, das kann sein. Aber ist direkt gegenüber auf der anderen Seite.
Mad Dark Spirit. Das ist PvP. Ist ja noch Blutstyle. Ja, aber wie soll ich das denn mit der Lail-Slice? Das ist egal, ob nicht droppt er mir jetzt nicht von oben auf mich drauf. Das wäre natürlich dumm. Mach doch mal die Fackel aus, dann sieht er nicht mehr. Er muss sich ja voll heilen jetzt. Da ist er. Vielleicht hilft er dir ja auch. Hallo. Vortäuschen von Freundlichkeit. Er will nicht saufen. Lauf da hinzu. Mach. So, ich glaube, er will aber kämpfen, ne? Ja, der will. Seiner Katze. Shit! Dieser Scheiß! Überflüssige Kick, ne? Den man dann macht, wenn man nicht braucht. Heilen gehen. Oh, Shabby, so ein Kampf auf kleinem Raum. Ja, gib ihm! Oh. Oh, jetzt wird's. So was geil. Dummes! Ja. Oh. Fuck you, bitch! Das war echt nur eine Elfpoint. Oder okay. Sehr gut. Kannst du dich noch verhöhnen? Hab ich nicht dran gedacht. Scheiße. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da ging die Pumpe ein bisschen hoch, oder? Ja. Im letzten Moment, das war sehr schön. Das war gut. Was mit unseren 45, die haben wir ausgegeben, ne? Ja. Okay. Wurden sinnvoll investiert. So, jetzt müssen wir hier einmal. Genau. Hier einmal hoch. Und kommen die Leute da? Ich glaube, ich kann gar nicht sehen. Das ist ja so leise auf einmal. Hörst du das? Ja, dieses Geschappel nicht mehr, ne? Meinst du? Nee, alles. Das ganze Spiel ist immer so leise. Ich bin dumm. Ich bin gerade Boxen kaputt. Ne? Ein Hörsturz gerade? Ich weiß nicht, was du meinst. Klingt so, wenn man plötzlich einer ins Ohr gepinkelt hätte, ne? Ja, Wasser, ne? Im Ohr. Ja, genau. Schon wieder gerade die Box abgebaut. Hab ich einen Hörsturz, stimmt. Das ist genau so ein Sound wie. Okay. So. Da kommen wir noch nicht. Okay, wir kommen nur langsam vorwärts, aber. Ja, aber das ist ja die Idee dieses Ding auch. Falls ihr euch gewundert habt, warum wir, alle die es nicht wissen, warum du Energie verlierst bei manchen Gegnern, diese komischen Priester mit dem Gluteisen, die, sobald du in deren Line of Sight bist, ziehen die dir, treiben dir quasi die Angst raus. Das ist echt geil. Oder stinkt das? Das weiß ich auch nicht. Ich denke so schau. Wenn Blicke töten können. Könnte dich ganz töten eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich hab's noch nie so weit, glaube ich, nicht so weit kommen lassen. Fall noch gestorben, sonst wäre das unbefriedigt. Oh, ich dachte gerade hinter mir ist noch einer. Ja, der hat auch noch.
So, okay, damit hätten wir aber die Ecke auch erledigt. Mhm. Hier, die sind ja schon weg. Da kommen aber hier noch zwei Typen. Ja, oder so, der eine hatte ich ja runtergekriegt auch. So eine Zelle. Hau ab. Okay. Das hätten wir hier in der Zelle. Mhm. Ist nix. Und hier in den Zellen wurden wir runtergekickt. Nee, noch weiter da hinten. Ja, da hinten meine ich. Genau. Ne, aber hier ist nichts. So, wir können ihn freilassen, aber wozu? Ja, ich bin jetzt nicht hundertprozentig, ich glaube, hier wurden wir rausgekickt. Genau, der Typ war das. Ja. Genau. Und hier ist hier jetzt kein Sign, liegt gerade, ne? Von einem, der einen lustigen Joke macht. So, runter hier, rüber meine ich. Die Hälfte der Flaschen schon verballert für den ersten Steg. Ja, aber ist ja so. Das ist jetzt ja befriedet, das Gebiet. Selbst wenn man jetzt stirbt, kann man ja schneller durchlaufen. Genau, jetzt hat man all den ganzen Shit eingesammelt, genau. Das stimmt. Und hier ist eine ganz interessante Stelle, ne? Das war doch inside. Man hört schon diesen Sound. Der gehe ich mal aus dem Weg. Oh! Das ist ja nicht mal ein Item. Auch nicht links? Wo hier jetzt? Nee, nee, hinten links bei ihr, das ist noch eine Zelle. Oder nicht? Ist, nee, ist nichts. Nee, da ist das kein Durchgang, ist das nur ein... Okay, das sah Colin. So aus wie so ein Bogen da gerade. Da, siehst du, da war doch die Zelle. Ja, okay. Du Pimpernelle, du. Ja, siehst du, danke. Aber es war eine Zelle da. Es war würde mich Zelle. Jetzt aber entschuldigen, wenn da ja, keine ganz Zelle genau. Gewesen da gehörst du rein, ey. Mann. Ja, das weiß aber auch. Muss ja nicht sein, ne? Nee, das muss. Hättest du jetzt ja auch ein bisschen locken können mit dem Bogen, wozu haben wir den Hättest du mal die Schnauze gehalten! Du, es gibt keinen Grund, sich zu ärgern. Nein. Doch, du brauchst dich nur ärgern. Aber weit ist es ja nicht. Du kannst ja gleich dahin laufen. So. Genau, aber du hast ja schon viel Drecksarbeit schon erledigt. So ein Traum. Ärgerlich ist das. Ein sehr langes Gebiet. Oh, und wir haben nichts zu essen. Stimmt. Meinst du, scheiß Fackel? Was finden wir, wenn wir hier reinschauen? Oh, geil! Guck mal. Hast du in der Ritze was gefunden? Ja, ein Haken. Den. Tja. Schmeiß ich da hin. So, weißt du, was ich jetzt mal mache? Einmal um das. Ein bisschen ökonomisch vorgehen. Okay, jetzt machst du deinen Ringtrick. Ne, ich mach's, glaube ich, weil wir haben das Shield of War und da kriegen wir schon mal ein bisschen mehr. Ich finde das nämlich gar nicht so. Ist es richtig? Wenn man durchrusht, ist das natürlich so ein bisschen der Moment. Ups! Yep. Oh, habe ich doch direkt wieder was vergessen. Oh ja. Da hat sich der Ring schon gelohnt. Ja, absolut. Guck mal, jetzt machen wir den mal. Ach, mit hier Obwohl. Bogen. Kannst du auch anvisieren, dann musst du jetzt nicht keine Ziel-Action machen. Ah, falsche Richtung gerollt! Ach, ja, ich wäre richtig klasse los hier. Kannst einfach durchlaufen und so, ne? Mir fällt gerade auf, dass wir ja Damage geben beim Rollen durch unseren Helm. Wieso bin ich jetzt so langsam? Ist das ein Trick von ihr? So, klasse. Geht doch schon richtig gut los. Ja, so, läuft, sind wir eben. Läuft, läuft. Oh, da ist ja, er. Genau. Sie will doch nur schmieden. Die will mir doch nur auf den Sack gehen, die alte Kackbratze. Aber ich glaube, sie bringt einen nicht komplett um, ne? Das sah gerade so ein bisschen danach aus. Nee, ich glaube, sonst wäre man auch schon mal bei dir gestorben. Die bringt ja immer nur auf irgendwie 5% oder so. Aber wenn die ja mit ihrem scheiß Gluteisen kommt? Ja, das meine ich. Ach so, das ist natürlich, das Gluteisen ist... Deswegen das ist sind das auch die fiesesten Gegner so im Spiel. Also viele Leute hassen die wegen diesem Gluteisen, glaube ich. Also ich bin nicht der Einzige. Ich habe da schon mit vielen Leuten drüber gesprochen, die sagen, die mit ihrem Peace-Zeichen da als Eisen sind echt böse Tanten. Da kommt hier nochmal zurück. Was war das? Na, oh, meine Freunde. Oh. Mann, oh Mann, ey. Was lasst du? Weil das so erbärmlich ist, wenn man dreimal kickt und nicht einen davon war Absicht. So, da zwischen die Augen. Ah, komm raus, ne? Kommst du? Kleine dumme Vogeltrine. Die will ich. Die will, dass du kommst. Ja, kann man haben. Zu ihr. Du siehst, der Bogen macht nämlich schon ganz gut Damage jetzt gerade. Ja. Oh, schieß gegen die Kette. Schön gegen die Kette. Oh. 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 Jetzt komme ich. Oh, Feinde. Weiche aus.
So, da ist noch eine Zelle. Will ich jetzt wissen, wehe, da ist nichts drin. Oh, ja, da ist ja noch was drin. Pass auf, der hinten braucht noch einen. Ah, nee, hast du schön. Da war, glaube ich, auch mindestens ein Wurmkumpel dabei. Bestimmt. Large Titanite Shard. Also, wenn ihr das Risiko eingehen wollt, da hinten in die Ecke zu gehen für eine Large Titanite Shard, entscheidet selbst. Haben wir alle Wände einmal abgeklopft? Ja, ist nicht in den Zellen. Large Titanite Shard kann man mal hingehen. Ja. Muss man ja nicht jedes Mal hin. So, jetzt muss ich die Fackel raus. Ja, das ist eine fiese. Also. Pale Point Ready. Komm, nimm jetzt gleich. Ist auch schön. Ja, so ein Gollum-Typ. Und man denkt erst, das ist ein Charakter, man kann mit dem sprechen oder so, ne? Weil das macht ja nichts. Und dann steht man da und überlegt sich, was geht da? Das Ding. Aber es geht nichts, ne? Der Typ, der hängt da einfach nur rum. Ja. Und deswegen kann er auch gefahrlos eigentlich geschlachtet werden, ne? Ja, wenn du so einer bist. Ja, aber. Na gut, dann. Jetzt habe ich schon gleich schlechtes Gewissen bekommen. Ja, ne? Hast ja recht. War auch die Absicht. So, wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Das machst du erstmal auf. Ah ja, genau. Shortcut. Riesen-Shortcut, da musst du nämlich nicht mehr da durch die zwei Räume. Die leer sind. Da ging es. Ja, erst oben lang. Ah, ist das eine. Hä? Das ist die Ecke, genau, ist richtig. Erstmal noch den Weg zu Ende und dann haben wir's. Da ist nämlich nichts mehr. Oder? Ach, ne, ja. Was leuchtet das so cool? Jadebreaker's Key. Ach ja. Den können wir hier benutzen, ne? Ist der nicht dafür? Ich glaube nicht. Das ist bestimmt kein Schlüssel für etwas, das du schon. Dass du erst später. Man findet Schlüssel doch immer erst später. Ja, ich weiß, ja. Aber hier gibt es ja verschiedene Schlüssel. Ich auch noch weiß es nicht, war nur eine Vermutung. Ja, komm, mach auf den Kopf. Das sind nämlich noch einige von diesen Kack. Ja, es sind zwei. Mhm. Weißt du, was ich mache? Lass mal hier weg. Echt? Ja. Du bist ja trickreich. Die kommen nämlich hoch. Sie ist auch tot. Guck mal, die Freundin ist auch da. Roll zurück. Ist auch da. Oh, hopp. Und hoppa. Und einmal noch. Genau, aber den darf man keine Angst haben einfach. Ne? Rauf und töten. Und Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, sagt meine Großmutter. Das ist es. Korrekt. Und jetzt hier, da denkt man, die Typen sind ganz nett, aber irgendwie doch nicht. Hatte ich schon wieder vergessen. Ja, ne? Kommst du raus? Ja, guck mal, der hat sogar einen leuchtenden Dolch. Jetzt lohnt es sich. Der hat das richtig geplant. Komm hier hin, hier bin ich. Ich konnte dir... Spring auf den Kopf. Ja. Kann ich mir zum richtigen, mit einer R2-Sprungattacke? Nee, einfach so, jetzt zack und buff. Schön gemacht, siehst du? Ja, aber ich wäre, weißt du, kann man das denn von, weißt du, ne, den natürlich nicht, sondern... Wenn du mit dem machst, ob der da auch, ob der... Gute Frage. Ich weiß, probier mal, das interessiert mich jetzt. Ob der zumindest unten landet oder ob der den Move in der... Jo! Ah, er macht den unten. Macht er. Okay, das ist ja ganz cool. Simple Jam. Simple. So. Yep. Ich hab schon wieder alles vergessen. Nicht zu nah dran, ne? Da ist noch einer. Köpfe. Masken, würde ich sagen. Ja. Ja. In meiner Welt sind es Köpfe. Okay. Aber in meiner Welt, weil es ja ein fetes Fachgeschäft gibt, es Geheimverstecke in den Videospielen. Kostbarkeiten lagern. Wo im fetisch Fachgeschäft. Fetisch Fachgeschäft. Geschichte, die ich letztes Mal. Nach links weg, ne? Nicht, dass der. Oh. Schön. Und. Oh. Jetzt machen wir diese Frage, wer kommt schneller wieder? Mein Stamina oder? Ich weiß es nicht. Hier gibt's. Ich glaube, das sind alles keine. Es gibt keine Zelle mit dem Geheimgang, oder? Ist hier was drin? Oder auch wieder ein Fall von Undank ist der Weltenlohn. Hm? Schaltet nicht auf. Erst wenn er aggro wird, jetzt. Komische Typen, ne? Man sieht hinten noch so Stummel. Ich kann mir die auch nicht so richtig erklären. Ich habe da noch keine Theorie für die. Ich möchte noch trotzdem einmal kurz gucken. Weil irgendeine Tür öffnet man doch relativ früh schon. Ja. Aber es muss nicht diese gewesen sein. Also wahrscheinlich ist es auch nicht die. Nee, ach, das ist sogar nur eine. Okay. Gut.
Weiß auch nicht, welche das ist. Da muss man am Ende nochmal durch, wenn man hier das Gebiet fertig hat. Und mal alle Türen abklammern. Mhm. Aber das Spiel schickt uns eh wieder immer wieder gerne zurück hier. Wir waren ja schon zwei Türen. Ja, ja. Ach, guck mal, hier sind wir schon. Und das sieht irgendwie seltsam aus, ne? Ja. Riesige Höhle. Das ist irgendwie geil, so seltsam zusammengeschustert. Irgendwie finde ich das seltsam. Ja, wir haben ja oben, genau, so eine riesige Höhle, ob Natur geschaffen oder von Kräften, weiß man nicht. Und da reingezimmert da hinten so ein... Ja. Und hier so ein abgefragter Turm. So spirillige Brücken, sieht aber geil aus. Auch. Ja. Pass auf, Armbrust. Ach, der schießt schon, Kollege. Klar, wäre auch zu schön gewesen. Gut, gut. Da noch was rechts? Nee. Ah, jetzt gehen wir hier rein. Tiefer hinab in den Irritrill Dungeon. Weiß nicht, ob ich getroffen habe. Müsste hier noch einen mitgeben. Doch. Ja, mach doch. Oh, Colin. Ja. Den Kampf hast du aber nicht unter Kontrolle gerade. Nein, habe ich nicht. Die Bewerbung, wir müssen mal ganz kurz hier noch warten, bis zumindest die Trick Chest tot ist. So. Haha. Ich wurde schon gleich nervös, habe ich nicht mehr mit gerechnet. Nicht mehr erlebt, seit ich eingeschult wurde. Ja, nicht schlecht, meine Damen und Herren. Das war ein leicht nervöser Colin. Ja. Ja. Gegen eine Mimik, die er aber bravourös gebattelt hat. Noch 9 Flasks, 33.930 Seelen. Damit kaufen wir uns bald was. Aber erstmal machst du da weiter, wo du aufgehört hast, ne? Nach der Werbung. Ja.